Dramatik pur, bei geht's jetzt. Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Wir reden wieder über die aktuelle GZSZ-Woche. Es ist ja wieder sehr viel passiert. Patrick Erner hat ja seine Annonce geschalten in der Zeitung und die Polizei sucht ihn jetzt mit Hochdruck, beziehungsweise sucht nach der Leiche, nachdem er sozusagen bekannt gegeben hat, dass er tot ist. Mit einer Packung Tablettenalkohol, eine impulsive Mischung und damit wollte er sich an Joe gerne rächen. Es wird auf jeden Fall noch interessant, wie führt er das weiter, wie will er sich ins Detail an Joe rächen. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es da weitergeht mit Joe und Patrick. Gefeiert und die haben auch Drogen genommen. Sie haben Pilze gegessen und haben davon Halluzinationen bekommen. Anja hat im Endeffekt ja die Feuertonne umgeschubst und hat dadurch die Explosion im Endeffekt verursacht. Lilly war ja auf der Toilette gefangen und wurde gerettet von Vince, aber schwebte im ersten Moment natürlich noch in Gefahr. Sie war bewusstlos und hat es aber Gott sei Dank noch rechtzeitig ins Krankenhaus geschafft. Philipp hat erste Hilfemaßnahmen eingeleitet vor Ort und hat ihr geholfen. Und jetzt geht es natürlich zur Schuldfrage, wie ist das Ganze passiert? Denn Tanja kann sich an nichts mehr erinnern durch diese Drogen. Kann man nur sagen, keinen Fall nachmachen, denn also, wenn das Ganze nicht so ernst ist, wie es bei GZS auch dargestellt wurde, wäre es eigentlich lustig, aber es ist definitiv nicht lustig. Drogen kann ich euch noch abraten, ist wirklich einfach nicht empfehlenswert, das Ganze. Ja, Tanja muss sich zur Verantwortung ziehen, denn im Endeffekt hat ja ihre Schwester nicht geweckt. Ihre Mutter hat ihr mitgeteilt, dass Tanja Drogen genommen hat und dadurch, dass das Ganze passiert ist. Also da muss natürlich Tanja eindeutig auch was wieder lernen. Wer von euch hat denn schon mal Drogen genommen? Mehr als über Zigarette und Alkohol hinaus. Und ich würde erst wissen, habt ihr nur mal probiert oder wart ihr richtig abhängig davon? Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Vor allem, wie seid ihr davon wieder losgekommen? Pia ist zurück aus Indien und jetzt geht wieder diese Dreierbeziehung weiter. Was haltet ihr davon, von dieser Beziehung? Ist sie etwas langweilig? Müsste da jetzt noch was Spannenderes passieren? Pia wünscht sich ja, dass alle zusammenziehen, dass diese Dreierbeziehung in einer Wohnung stattfindet. Was haltet ihr von der Idee? Wenn ihr noch einen weiteren Partner zusätzlich hättet, würdet ihr dann zu dritt in einer Wohnung leben wollen? Oder wie stellt ihr euch das vor? Also ich stelle es mir definitiv nicht einfach vor, denn das Ganze ist doch schon sehr kompliziert, gerade wenn du den zwei Partner in einer Wohnung noch mit zusätzlich hast. In der einen schläfst du in dem Schlafzimmer, in der nächsten Nacht schläfst du in das Schlafzimmer, dann hört derjenige das und das. Ach, das ist natürlich doch schon sehr, sehr kompliziert, das Ganze. Aber es wäre auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die drei das meistern werden, wenn sie in einer Wohnung einziehen würden. Wir können auf jeden Fall noch gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Ab sofort, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, findet ihr auch GZSZ-Blog auf Facebook.
Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr keine Videos da oben. Denn wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Einschalten und tschüss.